Deutsch, Oberstufe 3, Lektion 105. Heute machen wir die zweite Redewendung dieser Lektion, und zwar auf dem Teppich bleiben. Der Teppich in der Yogi Vie Kunyang Isumyon, das bedeutet dann nicht unrealistisch werden, nicht übertreiben oder nicht träumen. 현실적인 아닌 이런 생각도 하지 않고, 너무 과장하게 뭔가 말하거나 크게 소리치는 것도 안 하고, und 꿈꾸지 마. Das ist dann immer auf dem Teppich bleiben. Die Bälle flach halten, rang kui katun wimicho. Den Ball flach halten, die Bälle flach halten, auf dem Teppich bleiben. Schauen wir gleich mal das Beispiel an. Du willst schon wieder ein neues Auto kaufen? Do dashi serun chasagushpoyo? Jetzt bleib doch mal auf dem Teppich. Doch mal, iroke jom hajago, iroke jom heba katun ukim. Isanghan sori haji malgo, saji mara. Oder Nummer zwei, während der Corona-Krise müssen wir alle auf dem Teppich bleiben und schauen, wie wir am besten durch diese Situation kommen können. Corona뿐만 아니라 그저 어떤 힘든 시대, 뭔가 위기가 있을 때, 그때는 우리 모두가, wir alle, 우리 모두는 일단 조금 cool down 해야 돼, 그죠? 너무 큰 소리도 하지 말고, 뭔가 새로운 도전도 하지 말고, 일단 가만히 있고 und 한번 보자고. 뭘 봐야 돼? Wie wir am besten durch diese Situation kommen. Durch eine Situation kommen은 어떤 상황, 당연히 나쁜 상황, 어떻게 잘 넘어갈 수 있어, 잘 해결할 수 있어, 잘 해결할 수 있거나 아니면 진짜 살아남다. 이런 의미도 durch eine Situation kommen으로 표현할 수 있어요. Und zum Schluss noch, Leute, die immer nur große Sprüche reißen, sollten manchmal lieber auf dem Teppich bleiben. Der Spruch nun 속담 같은 의미죠. 어떤 말, 어떤 발언이지만, große Sprüche reißen nun 큰 소리 치다, 그죠? 뭔가 자랑하거나, 그죠? 이런 거 밖에 안 하는 사람은 가끔씩 auf dem Teppich bleiben 하면 낫겠다. 그러면 조금 현실적으로 꿈도 꾸지 말고, 이렇게 하면 아마 좋을 것 같아요. 아마 여러분한테는 이런 관용구 실제로 쓸수 있는 기회가 많이 없겠지만, 그래도 유튜브 아니면 TV에서 영화에서 이런 표현도 볼수 있겠죠. Wir sind aber schon wieder fertig für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!